Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir kurz Caesar platt gemacht in Agrabah. Gott sei verdammt, Teppich. Meine Haare stehen in Flammen. Und jetzt machen wir uns auf zum nächsten optionalen Boss. Ich habe immer noch das Löwennetz ausgerüstet und meine Standardausrüstung ausgerüstet, so Abwehr- und Angriffskraft. Weil jetzt brauchen wir nicht mehr so magieintensive Sachen. Was wir aber brauchen, was wir gebrauchen könnten, wären Elixiere. Ich meine, irgendwann muss ich die einsetzen. Wo ich nicht so glaube, dass wir die brauchen. Habe ich überhaupt Esprit jetzt? Ich weiß halt gar nicht hier. Kein Wunder, warum das so nervig ist. Aber egal, der Kampf dürfte jetzt nicht so schwer sein. Der hat nicht so ein nerviges Gimmick, der ist einfach nur schwer. Kennst die Regeln, oder? Wir nehmen den ersten Fragezeichen Cup Runde. Bams. In Level 71, da müsste eigentlich zu schaffen sein. Diesmal etwas größer. Optionaler Boss Nummer 3, die Goldrunde, Polaris. Ja, und bei dem ist sehr viel Reflektor angesagt. Sehr viel Schmerzen, hab ich das Gefühl, weil ich werde die ganze Zeit getroffen. Na. Ah, warum hätte ich vom letzten Mal getroffen? Ja, so kann man das auch machen, genau. Ja, aber der Timing hatte ich noch nie hingekriegt. Weil so dreimal hintereinander machen musste. Am besten immer schön stehen bleiben, weil wenn man sich bewegt, dann dreht er sich zu einem um. Dann macht er jedes Mal Schockwellen und setzt Angriffe dabei ein, glaube ich. Ja, Timing, da kriege ich nicht hin. Da muss ich immer Treffer schlucken. So. Und jetzt kommen wir hier runter, damit wir den hier machen. Wow, hat es echt gebracht. Ja, der ist einfach nur stark, finde ich. Was hier aber gut ist, man kann ja sehr viel trainieren. Der macht das jetzt schon, ja super. Mal, warum hätte ich vom letzten Mal getroffen? Ich wäre immer vom letzten getroffen. Nein, au. Immer vom letzten. Wir haben eine Menge Angriffe im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Boah, ich werde die ganze Zeit von irgendeinem Dreck getroffen. Ein Ding. Nee. Das ist auch echt die einzige Möglichkeit, wie man den treffen kann. Okay, ich nehme an, man kann auch zu ihm hinfliegen. Die ganze Zeit versuchen, ihn normal anzugreifen, aber das ist, glaube ich, ein bisschen nerviger. Ich bevorzuge die klassische Variante. Au. Normalerweise kann man eigentlich immer hier in die Ecke gehen. Da kann man die meisten seiner Angriffe ausweichen. So.
Ein Elixier, alles wieder gut. Mach ich hab doch. Irgendwie werde ich. So krieg ich da nicht hin. Ah! Komm her. Nur zwei Balken. Ein Ding. Ja, von dem Angriff kann man getroffen werden, locker. Außer man ist da in der Ecke. Hack, naja. Sehr schön. Was soll der jetzt schon aufstehen? Ich gehe keinen Abschlussangriff hin. Von den Angriff wird man nur angefroren, glaube ich. Ja, man bekommt Schaden, ist klar, ne? Ja, war gut. Gehen wir mal dahin. Versuchen wir mal, ob ich den so erreichen kann. Ich wurde von da noch getroffen. Und deswegen sollte man sich nicht bewegen. Dann geht's. Ja, echt als Down Under. Den Angriff ist man echt in den Ecken hier geschützt. Finde ich sehr gut. Boah. Boah. Es irgendwie so einen Typen gibt, der es geschafft hat, den Kampf zu machen, ohne einmal getroffen zu werden. Das würde ich beeindruckend finden. Ungefähr so. Und wir haben Dinges bekommen, sehr gut. Level up. Ich meine, bei dem habe ich auch immer trainiert. Weil er gibt dutzend viel Erfahrungspunkte. Und die ganzen Tech-Punkte bringt es auch. Und tschüss. Bams. Was? Uff. Ich dachte, ich habe Feige ausgerüstet, Mann. Ich habe immer noch nicht die Einstellung geändert. Muss ich nach. Komm, mache ich jetzt direkt sofort. Große Schuhe des Todes von Sora. Ich meine, habt ihr euch die mal angeguckt, die Schuhe? Die sind riesig. Und die Goldrunde abgeschlossen. Sora hat Diamantenstaub erhalten. Im normalen Kingdom Hearts hat man leider nichts bekommen. Und ja, gucken wir uns das Ding mal an. Verstärkt die Rufen und Magiekräfte sehr. Erhöht Maximum MP um 3. Ist das nicht schön? Oh, wie das aussieht, richtig geil. Ist gar nicht. Habe ich noch nie benutzt, weil irgendwann so am Ende braucht man das ehrlich gesagt nicht mehr. Boah, ich will das mal sehen. Kannst du mal. So. Schön. AG. Goldrunde abgeschlossen. Und für den nächsten Part nicht nur kampfmäßig was Besonderes, sondern auch was ich als nächstes vorhabe. Aber das werdet ihr im nächsten Part dann erklärt bekommen. Jedenfalls, das war der dritte optionale Boss. Zwei Folgen noch. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.